Guten Abend, liebe Zuschauer. Eine bescheidene Frage. Finden Sie eigentlich unser Leben humorvoll? Sie zweifeln? Dann schauen Sie doch mal genauer hin. Heinz Drehn, als Franz Lehmann im Film, geht durch dick und dünn mit seiner Musikbrigade, den vier Brummers, die der Christel Bodenstein, pardon, Suse Lehmann, den richtigen Rhythmus blasen. Doch nur einer wagt sich für sie aufs Eis. Knispel, das heißt Ernst Schwill. Karin Schröder hat es schwer mit dem langen Michel Lehmann, den Achim Schmidtchen spielt. Denn mit seinen Kumpels, hier, das sind sie, mit ihnen verbringt er Tag und Nacht, um auf die Beine zu stellen, was dieser Herr, Gustav Müller, unbedingt vereiteln will. Doch Erich Franz als Vater Lehmann und seine Schwiegertochter Marie helfen noch im letzten Moment. Kinder, wir sind gerettet! So fährt Franz mit der Seilbahn. Sport habe ich verlangt. Jetzt kann uns nicht mehr passieren. Steht uns im Zirkus. Das war kein Tiefler. Gut, Holz! Bitte halt, Kollegen! Nicht dort! Sport frei! Die Praxis ist die Probe aus Absenkel. In Ensemble. Nicht dort. Exempel. So. Du bist ein Dickkopf. Nie gewesen. Wir beide zum Beispiel. Ich habe zwar Eisbeine, liebe Fernsehzuschauer, wenn ich diese Mädchen da unten sehe, also da könnte ich mir direkt die Socken ausziehen, so warm ist mir, glauben Sie? Künstler. Gut, die Kostüme sind weg. Also das ist doch eine Bootsrolle! Alles für die Kultur! Wenn Ihnen diese Kostprobe gefallen hat, dann versuchen Sie es doch mal mit dem ganzen Punsch. Wiedersehen.